Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Wheel Spin steht an und mit dabei heute haben wir Andi, Jabo, Lukas. Nee, ich habe nicht gestottert, tatsächlich dreimal Lukas und Maxi, Exi, Obstfan, Pervekas, Cracks Gaming und Stoi. Grüßt euch. Hallo, guten Tag. Und hallo, guten Tag. Abend. Ah ja, und Jessica ist auch dabei. So, das haben immer noch Leute noch nicht kapiert, dass es dieselbe Person ist. Deswegen, also ist Lukas und Jessica dabei. Ja, also, zwei Persönlichkeiten. Zwei Persönlichkeiten, so ist es. Ja, wunderbar. Wir spielen ganz normales Wheelspin. Gab es tatsächlich bisher erst einmal. Aber gut, die Multiplayer-Folgen sind ja eigentlich so gesehen noch recht jung. Von dem her ist es auch nicht verwunderlich. Dafür aber natürlich viele Unterformate gab es schon mehrmals. Zum Beispiel Crash gab es schon zweimal. Ja, jetzt zieht das normale Standard-Wheelspin-Format tatsächlich damit gleich. Aber großer Unterschied zur ersten Wheelspin-Ausgabe, es sind ja jetzt die angepassten Spins. Bei der ersten Ausgabe waren es ja noch die Spins, die ein bisschen mehr gegeben haben. Ja, und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall, deswegen habe ich ein bisschen Angst. Aber egal, rein da, würde ich sagen. Dreimal dürfen wir drehen. Autos, die man zieht, muss man in irgendeiner Form schon verwenden. Und, oh Gott, das will. Können wir nochmal neu anfangen, bitte? ja, meine Aufnahme ist im Arsch, ist okay, ja. Mann, ey, das ist doch echt zum. Ah, okay. Oh, das ist tatsächlich okay. Damit kann ich arbeiten. Okay, Einstieg, okay. Ja, großartig. Jetzt kommt die Grille. Also, ich würde auch mit neu anfangen dann. Also, wenn ihr es gleich so tabel weiter. Alter, nee. Kann ich jetzt eigentlich nur ein Auto kaputt machen? Ich mach einen Joker. Das kann nichts mehr kaputt machen. Ach du heilige Scheiße. Da hab ich die Kohle. Oh, ich hätte nicht jokern sollen. Oh nein. Ach, Spiel, sei doch damit nicht so eine Kacke, arbeiten. Ey. Och, wir haben Mann, heute keine Crash Edition, ne? Können wir das nicht nochmal ändern? Ich mach keinen Joker, das würde sich nicht lohnen. Ich habe so viele Wheel Spins noch nie so viel Glück gehabt. Ich habe im ersten Joker Spin schon mehr als in meinen drei Spins davor. Uiuiui. Ich bin sehr happy. Ich hasse es. Ich möchte ja gerne Fahrzeuge fahren, die ich sonst eher selten fahre, deswegen nehme ich den. Der dritte trotzdem Spin mal einen prophylaktischen Joker zünden. Ich hasse Weedspin, ne? Das ist das dreckigste Format überhaupt. Ich auch seit heute. Nee, es ist so, weißt du hast drei echt beschissene Spins und dann sagst du, du machst Joker und dann, ja, ach komm. Ich muss jokern, das ist. Ich nehme irgendein Stockfahrzeug, ich tune einfach gar nichts. Das ist mir einfach zu blöd gerade, ey. Das ist okay, so eine richtige Anti-Folge heute von mir. Ja, das ist, ohne Scheiß, das ist echt traurig in dem Format. Aber es ist generell, es ist nicht nur Forza, ja. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das aktuelle Gran Turismo 7, ja. Wenn du da mal das Ruppel losziehst, was habe ich natürlich immer den geringsten Geldbetrag? Immer oder ja, die Tuning-Tasche in irgendeinem Auto, was eh keine Sau will. Ich hab noch nicht gespielt. Hey, wake up. Das ist Aufnahme. Das ist echt, also Glück und ich, muah. Also ganz ehrlich, wenn jemand mal 1 Million Lottoscheine über hat, nicht mir geben, weil da geht garantiert 0 Euro raus. Ey, Mann, sorry, ich hab's, dir heute Morgen schon zugeschickt. Weißt du, da hast du mal die Hoffnung nach Horizon 3 und 4, dass in Horizon 5 alles besser wird. Nö! Gut, damit Frust rausgelassen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in einem der Häuschen, beziehungsweise der Rest der Truppe gleich wieder hier. Und dann gucken wir mal, was wir da so Schönes gezogen und aufgebaut haben. Viel Spaß. So, da sind wir im Haus zusammen mit Exit und Pervekas, hier quasi die Ghosts im Channel vereint. Ja, ich hätte die 40.000 und den uralten Range Rover nehmen sollen. Jetzt habe ich 25.000. Oh Gott. Eben das müsstest du nie wenigstens auf 30 hochrunden? Nee, ich habe ein 5.000er Spin, der 10.000 aufgerundet wird und ein grünes Item gezogen in meinem Joker. Ja, du hast ja nur noch 2, stimmt ja. Ja, eieiei. Was ich hatte, wie gesagt, die ersten 2 Spins haben mich echt erschreckt. Grüne Spins, einmal 5, einmal 4.000. Der dritte hat's gerissen mit 125. Also gehe ich jetzt mit 145 an den Start. Was mache ich denn jetzt? Kaufe ich mir den uralten Ford Mustang, der irgendwie nur 15.000 Credits kostet, warum auch immer, damit mit Abstand das billigste Auto ist. Dann hätte ich nämlich noch 10.000 zum Tunen. Ich habe die Qual der Wahl, weil ich 170.000 gezogen. Kaufe ich mir irgendwas von hier. Aber 170.000 hast du doch eigentlich ganz gute Chancen, oder? Ja. Ja, Qual der Wahl zwischen den Autos. Gibt es hier irgendeinen Meme-Car? Eine Isetta oder so? Ne, gibt es nicht mal.
Als ob das keins der verbotenen Autos ist. Ja, ja. Da schaue ich. Ja. Ich glaube, ich muss den Mustang kaufen und den noch 10.000 reinstecken. Ja, aber normale Traktoren, die sind erlaubt. Ja. Ja, bis auf die Ausnahmen, die im Dokument stehen. Ja, aber die normalen nicht Open-Wheeler, die sollten kein Problem machen. Der wäre auch noch eine Option. Was meint ihr, der uralte Mustang oder den Nissan Pulsar GTI? Der Pulsar ist im Gelände ganz brauchbar. Ja, ja, der hat auch halt Leistung, ne? Aber beim Pulsar habe ich halt nur noch 5.000 Dune im Budget. Beim Mustang hätte ich noch immerhin 10.000. Naja, für was reicht das noch? Musst du mal schnell ausprobieren. Reifen, Gewichtsersparnis. Ja, ich probiere es mit dem Mustang. Hä, was? Ich muss den über den Autopass? Ich habe den Autopass, liebe Leute. Muss ich den über den Autopass? Camaro ZL1? Den Viper. 2008er Viper. Der kommt erst noch rein, oder wie? Nee, hä, der dritte ist doch schon vorbei. Bin ich jetzt doof? Der ist schon drinnen. Ja, wenn ich den kaufen will, dann kommt hier, ich soll den Autopass kaufen. Ich habe den Autopass, liebe Freunde. Das hatte ich vor etwa 2 Wochen, da musste ich das Spiel neu starten. Ach, das mache ich aber jetzt nicht in der Aufnahme. Okay, dann funktioniert das wohl nicht. Ey, das ist doch... Meine Fresse, dann wird's halt doch der Pulsar. Ja, jetzt irgendwas, was LI-mäßig noch höher ist. Der Mitsubishi GTO, der wäre auf B700 immerhin. Der Golf wäre noch höher. Der Vauxhall. Nee, der Golf. Ja, dann wird es ein R32, kriegt er nichts. Ey, es ist doch. Mal ein Tarnkappenbomber draus. Sieht auch kacke aus. Guter Knallfrosch. Ach, ich hätte diesen scheiß Range Rover nehmen sollen. Ah, oh, dass es so schlecht läuft, hätte er keiner geben können. Bin mal gespannt, Dre hat ja auch schon gesagt, oh, ist was so beschissenst gelaufen. Und dann hat er eine Million oder so. Das Doppelte von mir dann am Budget wahrscheinlich. Ja. Motor brauche ich eh nicht gucken. Ne? Das kostet Turbo-Tuning 1800, das geht. So, ich muss echt smarte Investments machen. Alter, wie teuer sind die Reifen? In der F4 waren Reifen mega billig. Aber Gewichtsersparnis kostet doch im Normalfall nicht viel. Bei 6.000 Stück, die kann ich mir nicht ganz leisten. Die Leistung will ich eigentlich schon haben, die 65 extra PS. Die besseren Reifen will ich eigentlich auch. Brauche ich. Andererseits ist er so langsam. Mach mal so. So teuer. Die Turbos. Will ich die Turbos? Die sind richtig teuer. Echt? Bei mir 1800. Nockenwelle ist auch zu teuer. Das ist alles zu teuer, Mann, ey. Ach, komm schon. 3200. Ja. Hab's ja nicht. Oh Mann. Was kosten Bremsen? Auch viel zu viel. Federn? Auch zu viel. Überrollbügel wäre billig. Riebe könnte ich mir noch einbauen. Straßengetriebe. Wenn es eine bessere Option gibt, dann vielleicht ist da noch was billiger. Ja, die Turbo habe ich ja drauf.
kostet denn? 1800. Bringt halt schon mit Abstand am meisten Leistung. Ey, eine Reifenverbreiterung kostet 2000. Wer ist denn auf den Blödsinn gekommen eigentlich? Ich kann nur das Getriebe reinmachen. So. Ich bin noch nicht mal auf 800, ey. Ich habe Vollaufbau mit dem Standardmotor und noch 2000 übrig. Magst du mir geben? Die bräuchte ich dringend. Kannst du gerne nehmen. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass Ray nicht hier geflunkert hat, sondern wirklich auch kein Geld hatte. Dann wäre ich immer nicht alleine. Piabo hat doch auch so rumgeheult. Mal gucken, ob die mit mir umfahren oder die doch irgendwie auf was eins kommen. Anpassen. Außer den Reifendruck. Dann kannst du dich auf das Auto fahren. Hm. Ja, ich mache dann auch noch kurz ein Design und würde sagen, für die Zuschauer geht's aber jetzt schon in die Autovorstellung. Wir hören uns gleich wieder. Wunderbar, da stehen die Fahrzeuge und ja, wie ihr seht, gab es einen kleinen Location-Wechsel, ja, aber wir stehen trotzdem immer noch im Dreck. Ja, wir sind halt so, ja, wir sind halt schon ein bisschen, ich sag's mal ganz vulgär, schon so eine kleine Drecksäue sind wir hier. Ja. So, egal, wir gehen trotzdem einfach mal durch, was denn jeder so gezogen hat und wir beginnen hier bei Perweka. Ja, ich habe in den Dreispins 170.000 gezogen und es wurde dieser Camaro mit Vollaufbau mit dem Standardmotor. Kann man mal machen, ja? Wenn man das Budget hat. Ja, so, Obsfeld. Ja, ich habe wundervolle 150.000 gezogen, habe mir dann diesen wundervollen Porsche geholt. Rallye-Reifen drauf, Allrad, Forza Aero und alles rein, bis auf ein paar restliche Motorteile. Aber sollte ganz gut gehen. Alles klar. Piabo. Bevor jetzt einer fragt, ja, in der Automesse ist es das günstigste Auto. Das sage ich noch vorneweg. Ja, 30.000 gezogen und die restliche Hälfte für Leistung verballert, weil, ja, man sieht es bei mir in der Aufnahme, wie viel ich rumgeflucht habe. Über das Budget, wir machen weiter mit Lukas. Wir machen erstmal mit dem transparenten Lack weiter, den du dir mal wieder raufgezogen hast auf das Auto. Das ist der Wahnsinn. Siehst du, ich habe schon wieder vergessen, was ich dachte. Vor allem das Lustige ist an die Zuschauer, wir sagen eigentlich immer, also zwecks für euch, wenn ihr auch die Fahrzeuge seht, sagen wir immer an alle, die eben aufnehmen, wenn ihr im Fotomodus oder Drohnenmodus seid, dann bitte immer rausgehen, weil eben man entsprechend das eigene Auto dann immer geghostet ist für die anderen. Aber ist egal. Wir erkennen, dass es ein waschechter, krasser Ami ist. Oh. LPN.
Ja, ich hatte 590.000 gezogen. Ja, ich habe 90.000 gezogen, dann zweimal hintereinander 250.000 jeweils. Was? Och, was? Keine Ahnung. Lukas wird rausgemobbt. Das grenzt ja schon an Cheaterei. Ja, dann habe ich mir diesen wunderbaren Pister gekauft, habe dann einen V12 Hybrid reingeballert und alles andere, was halt noch so ging, und habe noch 130.000 übrig gehabt. Was man halt so macht, wenn man entsprechend viel Geld hat. Klassischer Tag, schöner Nachmittag. Ja. Mhm. Ja, machen wir weiter mit Lukas. Ja, ich habe ja gejokert, denn meine ersten drei Spins waren 10.000, 15.000 und 20.000 und das war mir dann doch ein bisschen wenig. Beim Joker-Spin dann direkt im ersten Spin 125.000 und dann halt nochmal als kleine Kirsche auf der Sahnetorte 10.000. Hat für ein Camaro gereicht und einen ziemlichen Vollaufbau mit Serienmotor. Okay, dann machen wir weiter mit Lukas. Ja, der dritte im Bunde. Ja, ich habe den BMW hier gezogen, den 97er M3 und dann noch 70.000, ja, ein bisschen Aero, ein bisschen Motor, ein bisschen Reifen und so. Naja, also auf 700 PS bin ich gekommen, mal gucken, was er reisen kann. Das klingt so traurig, weißt du, aber was wirklich traurig ist, ist natürlich mal wieder meine Erfolgsgeschichte. Nee, ich will euch nicht zuholen, es ist einfach wieder so klassisch gelaufen. Ich hatte 55.000 Budget am Anfang, dachte, okay, das kann nur besser werden mit einem Joker. Und ja, natürlich kam am Ende des Tages waren es dann immerhin 30.000. Ich meine, es hätten ja nur 20 sein können. Ja, dementsprechend diesen wundervollen Mitsubishi GTO sich gegönnt. Ist ja auch ein schönes Fahrzeug, hat 20.000 gekostet. Und dann exakt tatsächlich diese 10.000 Budget ausgereizt. Nee, nicht indem ich jetzt einfach Rennreifen oder sowas gekauft habe, die genau 10.000 kosten, sondern tatsächlich mit vielen kleinen Teilen versucht, das auszureizen, was ich perfekt geschafft habe. Und ich würde auch sagen, das Fahrzeug fährt sich fantastisch. Wird nur halt in diesem Format sang- und klanglos untergehen. Aber ey, was soll's. Andi, bitteschön. Ich habe mehr Leistung als je zuvor. Ich hatte den Archer Anderson Truck mit einer 250.000 Tuning-Budget, habe dementsprechend knapp 1.800 PS hier reingeschmissen und ja, mal gucken, was passiert. Es ist ein Offroad-Aufbau. Ja, das ist tatsächlich, das muss man sagen, wo Ray das Pech mit den Wheelspins hat, habe ich das Pech mit der Disziplin im Regelfall. Deswegen, das stimmt tatsächlich, ja. Das stimmt tatsächlich. Alle, die heute auf Straße aufgebaut haben, haben heute einen Vorteil, weil logischerweise das hier ist kein Straßenaufbau. Ich weiß, ja. Surprise, aber... Also in Horizon 4 war es tatsächlich, in Horizon 5 muss man das nochmal neu schauen, aber in Horizon 4 war das auf jeden Fall so. Andi baut was auf für rein Offroad, wir fahren nur Straßenrennen. Andi baut was auf für rein Straße, wir fahren nur Offroad. Hey, darauf konnte man schon fast gehen, ja. Andi, ja, wunderbar, Story. Ja, bei mir gab es diese wunderschöne Corvette und dann noch 65.000 Tuning-Budget dazu. Dementsprechend einfach ein bisschen roundabout alles reingesteckt, was geht, mit einem kleinen Motorswap und Offroad-Reifen drauf, in der Hoffnung, dass Andy einen Street Racer hatte. Passt. Erfolgreich gescheitert und dann hat es nur noch für Rallye-Streifen gelangt. Alles klar. Ja, dann bleiben wir mal bei Corvette. Scrags. Ja, auch eine Corvette, nur vier Generationen neuer, 150.000 gezogen, 90.000 die Corvette, Allrad, Offroad-Reifen, Offroad-Fahrwerk. Ja, ich glaube, ich habe mich verpokert, wenn ich da an dieses Auto sehe, aber mal schauen. Ja, ja, am Ende fahren wir jetzt nur Offroad, ich sehe schon kommen. Ja, dann raste ich aus. Da habe ich noch weniger. Ja, alles möglich, so schon Format, alles möglich. Maxi, bitte. Ja, ich reihe mich hinter Ray und Biabo ein. Ich dachte, 40.000 und ein uralter Land Rover, da habe ich echt keinen Bock drauf. Hab gejokert und habe jetzt ganze fantastische 25.000 Credits gehabt. Also der neue niedrigste Wert hier jetzt in der Reihe. Wollte mir dann eigentlich das Auto von Biabo kaufen, den Mustang. Mein Spiel hat sich aber entschieden, dass ich auf einmal keinen Autopass mehr besitze. Ja, habe ich dann doch mich dort nochmal umentschieden und habe diesen wunderschönen Golf gekauft und hatte dank meinen 5.000 Tuning-Budget dann sogar noch Zeit, einen QR-Code drauf zu pinseln. Man muss dazu sagen, bei 25.000 sagt selbst das Spiel schon, ne, also da reicht es nicht mal mehr für den Autopass. Das ist halt echt so, wenn ich die Wheelspins schon verarsche und da spielt ihr dann nochmal Mittelfingerzeichen. Ja, den Golf habe ich auch gesehen, den haben wir aber schon des Öfteren jetzt gesehen bei Wheelspin, deswegen wollte ich jetzt nicht nochmal und ja, aber ist ja egal, einer ist dabei. Ist ja schön, das sind alles unterschiedliche Fahrzeuge, das ist doch schon mal schön, auch gut, Camaro zweimal, aber einmal ist ja ein Einzel-E und einmal eben nicht, und deswegen ist es ja trotzdem was anderes. So, Exi, bitte.
Last but not least. Ja, bei mir ging es wieder aus wie bei Reh mit 5.000 und 4.000. Der dritte hat es dann gerettet mit 125. Damit habe ich mir die Weiber gegönnt und dann lieber ein bisschen was in Offroad gesteckt, weil Andi hat es ja nie verraten, dass er einen Street, nee, einen Offroad-Aufbau macht. Also ich hoffe mal auf das Beste. Stockmotor, Allrad ist natürlich drin, die ganzen Sünden. Aber naja, mal schauen. Ja, bei Wheelspin sind die Sünden sogar erwünscht, würde ich sagen. Ja, man will ja einfach alles Maximale rausholen. So, ich würde sagen, da wir so viel Offroad haben, machen wir natürlich das Drag Race am Strand. Halt, falsches Spiel. Okay, Horizon 4 starten. Ja. Anna, mal wieder in Horizon 4. Es fehlt aber echt, ich fand es eigentlich schon cool, dass es sowas gab in Horizon 4. Das fehlt hier echt schon ein bisschen komplett. So. Kann man die Autos von Horizon 5 in Horizon 4 importieren? So. Richtig, aber ich glaube, es sind alle, die wir hier gerade stehen haben in Horizon 4, so eigentlich. Let's go. Ja, nee. Ja, aber das Tuning muss ja importiert werden. Dann hätte ich die Spins aber nochmal neu drin vorher. Ja, natürlich. Ah, nee, der muss da nicht. Entschuldigung. Ja. Ja, aber ich meine, Biabo kriegt dann halt wieder ein Auto für 30.000, dann passt's wieder. Dann kriegt einfach die Cobra, die 93er Stock. Das ist ein Upgrade. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich gespannt, wer von uns dreien das Rennen eigentlich macht. Ich nicht. Erstmal kommt bei mir das Auto dazu und dann komme ich auch noch dazu. Das musst du auch noch mit einberechnen. Ja, Track Races sind halt schon kompliziert, Biabo. Ja, ja. Ich ja schon recht. Plötzlich ist Lenkrad verrissen, ohne Grund. Gerade in Forza Horizon sind die echt herausfordernd. Ja. Du musst ja richtig time am Start und so. Ja, das ist eigentlich das Schwierigste. Die Drehzahl richtig reiten. Oh. Ja, genau. Und Reifen richtig warm machen vorher. Noch die nicht von der Launch eingebaute Control im Spiel benutzen. Was ein Satzbau, Alter. Nicht eingebaut Launch, die Control, die... Ne? Die Control eingebaute Launch, richtig. Irgendwie müssen wir ja die Ladezeiten überbrücken hier. Da warte ich, geht das bei Jota, du haben. Ich stehe schon wieder im Grün. Alter, zweiter Platz. Oh, ich starte Rex und ich haben die gleiche Farbkombi, das finde ich geil. Ich starte im Mittelfeld, das finde ich gut. Ja. Also, Lukas, ich erwarte heute jeden Rennensieg von dir, ja. Ich sehe, komm, dass wir nur Offroad fahren, nicht nur gar kein Druck, Lukas, an dich. Welchen Lukas? Ist mir egal, du hast so viele LI. Na, ein Lukas wird schon. Stimmt, wir haben da ein drittes Chance, das Lukas gewünscht. Bis nachher. Irgendwie fühle ich mich falsch. Aber ey, gegen Maxi ist es sogar spannend. Aber jetzt kommen die Windschnittigkeiten, ja. Kastenform des Golf hilft halt nicht. Oh nein, ich hätte den Begrenzer, scheiße. Ging aber schnell. Ja, ich habe nur auf 350 abgestimmt, dafür habe ich beschleunigt. Die 1500 PS. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall die erste Kupplungsstufe einzubauen hier. Oh, das könnte noch knapp werden. Das war deutlich besser als ich dachte, aber gut. Jawohl. Ich hab mich so gut mit der Viper gemessen und dann im sechsten Gang ab in den Begrenzer und dann war sie weg. Also halten wir fest, bei 250 km/h Schicht im Schacht für den Golf. Das merken wir uns. Die Camaros sind sehr. Wir fahren nur Goliath heute. Ja, ganze Zeit, ich glaube auch. Cool, ich setze jetzt auf die Aerodynamik. Also, LPN schon mal mit dem ersten Sieg. Glückwunsch. Ja, danke, danke. Ja, ein Sieg für jetzt Lukas. Müssen halt noch fünf weitere folgen. Ja. Mindestens. Gar kein Druck, danke schön. Sonst gibt es eine Strafe bei den nächsten Wheelspin-Ausgaben. Ja. Habe ich wieder Pech. Heute hatte ich einmal Glück, gönnt mir das mal. Ja, gönn ich dir doch. Wir zeigen das nur nicht so. Ich gönn dir mal das klar. Ich erwarte nur Leistung, weißt du? Das ist ganz klar. Ja. Kein Druck, Lukas, ne? Aber du musst halt wirklich jedes Rennen gewinnen. Also Leistung muss schon sein. So, ich kann auf jeden Fall alle schon mal beruhigen. Ja? Die erste Disziplin wird kein Dirt-Rennen sein. Schade. Wir fahren querfeld ein. Da glaube ich noch nicht dran. Kein Druck, Lukas, kein Druck. Alles gut. Andi macht es nicht. Was habe ich da nur wieder losgetreten? Wie Sie sehen, sehen Sie einen sehr wilden Sturm, den ich eingestellt habe. Naja, ich versuche es immer wieder und es klappt aber nicht. Ah ja, das ist ein Sturm. Ja. Ach, der Sturm, der an mir vorbeizieht, sehe ich gerade hier. Ja. Ja, Maxi. Ja, und als hätte es nicht anders sein können, Maxi, Biabo und ich sind natürlich wieder in einem Team. Aber das ist alles gar nicht so schlimm, denn wir haben natürlich den ultimativen Fahrer heute im Team. Oh nämlich Gott. Lukas, der carried nämlich uns und deswegen im Team Rot trotzdem. Ja, ist gar kein Thema. Alter, Maxi, fahr vorbei, sonst bist du, ich hast froh, ein Problem. Ich bin froh, dass ich gar keinen Erfolgsdruck heute habe. Das ist eh keine Kollision, also. Ach so. Ist nur Sturm eingestellt. Aber wer hätte gedacht, dass wir ein Straßenrennen fahren? Wahnsinn. Ja, ich habe ja gesagt, dass wir kein Dirt fahren. Jojojo.
Dann hätte aber Querwell einen auch noch kommen können. Ja, aber dann wäre Andi ja dabei und dementsprechend nein. Aber ja, aber nein, aber... Okay. Aber es stimmt schon. Ich habe mir diese Möglichkeit offen gelassen, euch zu verarschen. Aber ich hasse dieses Auto so sehr. Weiß nicht, wie Scrax mit dieser Corvette mit Offroads da rein so schnell sein kann. Was ist das, könnte auch am Tuning liegen, ich weiß es nicht. Oder am Fahrer. Und 1000 PS. Beides. Ich habe 1500 PS, sag mal. Ich habe Allrad und 1700. Ja, cool. Aber auch ein Wohnzimmer. Toll, dass ihr das alle habt, ja. Wollt ihr 100 abhaben? Ich brauche die eh nicht. Ich glaube, ey, ganz ehrlich. Ich könnte sogar noch 300 vertragen. Wenn wir drei jetzt hier quitten, dann gewinnt Team Rot, oder? Also, ja, geht mal raus, schnell, hopp, ab jetzt. Oh nein, das Spiel hat sich beendet. Ich konnte das noch ja. Wir machen gleich ein Triell einfach. 3 gegen 6, klingt gut. Mach mal eine Triangel. Das Triangel-Meisterstück. Ja. Da bin ich dabei, ja, Triangel-Leistungskurs. Nein, als ob ich den Checkpoint verpasst habe. Aber gut, bei so einem Highspeed-Monster kann man natürlich schon mal. Ja, dann kann man wieder vorne. Bei unserem intensiven Duell gerade ist natürlich schon. Ja, ich meine, ich warte sowieso noch auf das Meisterstück nach dem Triangel-Leistungskurs aus Horizon 4. Kein Problem, die Welttournee ist als schon. Als ob ihr schon im Ziel seid, ey. Alter. Ist das Ziel überhaupt? Ich sehe das nur nicht. Ja, ich bin gerade mal ins letzte Drittel vom Rennen gefahren. 75% gerade durch, ey. Ich glaube, wenn wir mit Kupplung fahren würden, würde nicht keinen großen Unterschied machen, oder? Schon ein bisschen was. Also vielleicht, ich bin dabei, muss der gar nicht. Ich hätte die Kupplung nicht verbauen müssen. Ja, ich extra verbaut, um das nötige extra rauszuholen. Ach, stimmt, ich habe ja keine. Ich auch nicht. Das hat mich nämlich schon genervt, die Schaltzeiten. Geil, 83%, sehr gut. Aber ich finde es schön, wie man hier sieht, wie fair die Teams verteilt sind. Das ist richtig gut gemacht worden auf jeden Fall. Ja, das Spiel wieder auf jeden Fall. Hallo, ihr habt 3 S2-Fahrzeuge, also bitte. Das ist schön. Ich finde auch 3 S2-Fahrzeuge. Ja, Alter, also darüber müssen wir nicht reden. Erster, dritter, vierter Platz und 10., 11., 12. Ich möchte betonen, die hatten 3 S2, 1. Wir hatten A und B-Klasse. Tut mir leid, ich hab wir müssen jetzt auch nicht Haarspalten, Lukas, ja? Sonst wäre natürlich mehr drin gewesen. Keine Haarspalterei. Jetzt kommt ein Spin mit 100.000. Ich hatte gerade schon wieder 5. Ich hatte gerade einen 250.000er Spin. Da ist er gerade schon wieder 125.000. Das ist mehr als ich in allen Spins vorhin zusammen mache. So, meine Damen und Herren, dann gucken wir doch mal, was unser nächstes Event ist. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal versichern, es wird kein Dirt-Rennen sein. Yay! Yay, Straße, wow. Yay, Straße, hey, wieder letzter, hey. Kein stimmt, es ja. Stimmt, ihr wollt ja gar keine Straße fahren heute. Oh, steht hier noch ein Verkehr? Es ist ja rutschig. Der eine wurde schon weggeschoben, das war okay. Relativ praktisch. Oh, warte, den kann ich als Bremsklotz nehmen hier. Warte, komm mal her, Lukas. Das war jetzt mal finde ich aber eigentlich, dass es Straßenszene am Tag ist. Die Slicks und Regen verstehen sich jetzt nicht so geil. Also, das ist voll versucht, mit NPCs zu werfen. Da ist der Straßensperre. Yes. Das ist natürlich. Oh Gott, Alter, Vater. Shit, den habe ich nicht gekriegt. Da war's nicht ruhig runterrutschen. Ich nehme übrigens noch Wetten an, bei wie viel Prozent ich im Ziel ankomme. Mal abbiegen. Tschüss, Lukas. Oh. Ja. Ganz viel Selbstvertrauen, die Kreuzung einfach ignoriert. Ey, wie viele Passanten sind hier? Oi. Alter. Lukas, AK ist nicht so deins. Ja, ich scheiße, ich stehe nur Autos Alter, im Weg. Ich rutsche nur geradeaus beim Bremsen. Blick nach hinten war gerade gut, wie so ein schöner Ferrari. Messer, oh, Gott, komm, der vorbei ist. Nein! Lukas, jetzt kein Druck, ne? Aber, ne? Also, Jessica, ey, wir haben zwei Leute, die uns carryen, also mach ruhig dahin. Das Lustige ist, dass... ich bin ein anderes Team. Ja, noch besser, also, kein Druck. Oh, fuck, ich rutsch mal raus. Ey, ich bin immer noch vom Diabo. Gutes Heben sowieso egal, ich weiß. Nee, jetzt nicht mehr. Hi. Jessica, Dach. Wenn ich vor dir ins Ziel komme. Viel Spaß vorne. Du hast 400 PS mehr, glaube ich. Ich bin auf dem 11. gerade. Ich habe zweimal eine Kreuzung. Oh, Fiesta! Ich muss jetzt so einmal durchfahren. Ja, ich muss mich leider auch zu diesem Kreuzung-Verpasser dazu zählen. Kreuzung-Verpasser? Sind das jetzt ähnliche Leute wie Looping-Stehmenschen? Ja. Nee, die tun ja keinem weh. Außer dem eigenen Team. Das natürlich. Ist allerdings richtig, ja. Also nur der Held ist verachtet. Looping-Stehmenschen sind natürlich immer noch der größte Abschaum der Gesellschaft. Das, ja. Ich finde das aber echt schlimm hier in Straßenszene-Rennen, da kommen immer die Abbiegungen so unverhofft.
Das ist nichts. Aber ja, weil keine Mauern da stehen. Deswegen. Ja. Und es kommen ja auch oft Abbiegungen, also passt das Sprichwort. Ja. Gott, Alter. Falsch abgebogen im Leben, oder wie? Nee, mit Unfall. Ja, auf die schiefe Bahn abgebogen. Ah. Ja. Ach, der Rest von dem Boot ist auch endlich mal da. Welches Team hat eigentlich gerade eben gewonnen? Ich glaube, rot war es, ne? Ah, nee, blau, auf jeden Fall war es blau. Ganz sicher war es blau. Es muss blau gewesen sein. Es muss blau. Ja, ich habe ja gewechselt. Ich habe so eine Blau-Rot-Schwäche neuerdings. Das ist belastend. Geh mal zum Arzt. Ich sag grad Jessica. Nee, mit der Karre komme ich beim Arzt nicht an, ist das Problem. Nein, Jessica, nein. Komme ich da auf 80%? Und das sind die 80% vom Rennen, sehr gut. Da hat er mich noch bekommen. Obwohl er nicht mal gebremst hat, der Sack. Der ist einfach nur nicht. Also bei mir stand nur beendet Doppelpunkt. Also ohne Platzierung. Das sieht man wieder aus, Maxi reist mit dem Golf. Da bleibt die Nuller-Serie stehen. Das ist einfach belastend. Ja. Es ist einfach belastend. Ja gut, aber damit steht es anscheinend 1-1. Ich muss entschuldigen, die Pause zwischen Rennen 1 und 2 war hier bei uns ein bisschen länger als tatsächlich im Video zu sehen. Deswegen vergisst man schon mal, was so im ersten Rennen alles passiert ist. Ja, aber ich glaube, es steht 1-1 und wie natürlich diese ganze Sache weitergeht, sehen wir im nächsten Rennen und ich kann euch schon mal versprechen, das nächste Rennen wird kein Grip-Rennen sein. Hey, ich sehe ganz viel Sand, aber wir fahren trotzdem mal auf dem Asphalt. Andi, wie stehst du dazu? Ich mache nicht mehr lange mit. du hast es selber gechinkst, ja? Also... Ich meine, ich muss es so sehen. Du musst es wirklich so sehen. Wir hatten jetzt einen Straßensprint und jetzt zweimal Straßenszene. Das heißt, es ist auf jeden Fall, es sind noch auf jeden Fall zwei Rundkurse und ein weiterer Sprint. Sprint da, richtig. Ja, also von dem her. Sui, wo willst du denn? Ja, Andi, darf ich dir sagen, wie gut ich meinen Ferrari finde? Das ist echt ein tolles Auto. Ich fahre heute Offroad Edition übrigens. Oh Gott, Hilfe. Wir können ja tauschen, Lukas. Dann kannst du gerne mal die Genuss des. Du hast doch einen Wheelspin schon mal eine 488er, bin ich völlig falsch. Ja, aber der hat Heckantrieb und vorher ist die Greifen und ist über Gelände gefahren. Ja, genau richtig. So rum war das. Ja, ich erinnere mich. Sorry. Der Abwechslung muss sein. Ich finde dich, Lukas. Hey, du bist in meinem Team, alles gut. Jo, da ist aber jemand gerade voll über das Ziel rausgeschossen. Diese Kurve ist einfach zu geil, weil da gefühlt jedes Mal jemand rausfliegt. Weil man die auch mittlerweile nicht kennt oder so. Nee. Aber trotzdem fliegt in jedem Rennen mindestens einer. Ich komme erst in 10 Minuten bei der Kurve an, aber ich weiß, was gemeint ist. Aber du fliegst raus, oder? Also du darfst gar nicht. Weiß ich nicht, bei den Bremsen hier fliege ich raus, ja, richtig. Oh, der war böse. Da schiebst du den Transit vor. Den könnten wir doch fast. Achtung, blauer Transit Ray, aufpassen. Einfach jetzt ein bisschen Windschatten verteilen. Ganz easy. Oh Gott. Ich hätte mir echt einen Schnaps vor der Aufnahme holen sollen. Ein? Na gut, eine Flasche. Oh. Eine Flasche? Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, bei der Karre hätte ich den ganzen Vorrat auf. Sag jetzt nicht das Wort. Ein Keller? Ein Weinkeller brauche ich für das Auto hier, ja, das ist richtig. Oh Gott, das wird nicht gut enden. Ich habe gerade die Meldung bekommen, ich habe mich an der Kolonne angeschlossen. Also ja, die Meldung habe ich bei jedem Rennen, was Lukas ist mit gleich im Team. Lukas, du machst das gut. Ja, danke. Deswegen habe ich gesagt, ich bin in deinem Team. Ja, ich bin ein großer Fan. Mach weiter. Oh das sah gut aus. Ich bin gerade kurz vom Ziel abgeflogen, vergessen wir das. Nee, oder? Ja, alles cool, ich habe aber genug Geister, ich mache das Ding trotzdem, alles super. So, ich habe 66%, das heißt, die ersten müssen jetzt durchs Ziel fahren. Ja, richtig. Das war sehr gutes Timing, du hast genau auf den Punkt gebracht. Siehst du? Perfekt. Guck mal, das ist jetzt die neue Regelung. Damit wenn ich 66% habe, fahrt ihr durchs Ziel. Ich wette, dass jemand jetzt ins Ziel kommt. Ja, recht. Ja, aber wette. Beste Wetter. Wenn er 66% erreicht, dass dann der erste. Und der Wettkönig ist. Nicht Biabo, weil das eine ziemlich bescheuerte Wette ist. Sendung abgebrochen. Oh, diesmal habe ich sogar 83% geschafft. Und der Motor dreht hoch, sehr schön. Der Wagen will sich aber schon selbst erlösen. So hohe Drehzahl hat er im ganzen Rennen nicht erreicht, glaube ich. Wenigstens halte ich noch die Nuller-Statistik. Das ist richtig. Nee. Lukas gewinnt schon wieder. Das ist ja unerhört. Das ist eine sehr unangenehme Folge für mich. Immer Glück in diesen Formaten. Ja, immer.
Nur, immer. Ausschließlich. Vor allem auch, ne, Lukas hat ja auch nicht nur das Glück der Wheelspins jetzt gehabt, sondern jetzt auch noch immer die richtige Disziplin. Da musst du nie mit seinen Fullslicks in den Dreck fahren, ey. Immer als Erster gestartet. Ist ja echt der Hammer. Also, ich meine. Wer hat das Geld aber dankend angenommen, möchte ich sagen. Wer hat das Geld dankend angenommen? Was für ein Geld? Ja. Das ist über Paper, es dauert ein paar Tage. Das, was ich bei Wheelspin immer bekomme, das Geld, ja. Das bedeutet viel, wie man feststellt. Ja, das, was Lukas gezogen hat, wurde uns beiden abgezogen. Ich würde sagen, da das mittlerweile schon Tradition geworden ist, zumindest mal in dieser Folge, das nächste Rennen wird kein Grip-Rennen sein. Also, viel Spaß. So, an alle Offroad-Tuner, ihr habt ja wirklich glückslos gezogen, dass Andi auch die Idee hatte. Das ist doch alles bestimmt. Also, es ist halt wirklich so. Ich meine, was soll ich machen? Der Zufallsgenerator lost halt das so aus. Ich möchte betonen, dass es fast meine Lieblingsfolge von Wheelspin bisher ist. Also das Ding ist, so. Das Ding ist, meine, das ist toll, das wollte ich. Man kann jetzt aber schon mal festhalten, es sind nur noch zwei Rundkurse im ja, und ich treffe ein. Dingens, ne? Du hast doch hinter allen Straßenrennen noch in Klammern Porsche hinten dran stehen, gib's zu. Sagen wir es mal so, was hätte ich davon? Also das Fahrzeug, was ich fahre, ist, glaube ich, überall gleich. Entschuldigung, überall gleich. Ja, zum Kotzen wollte er sagen. Ja, genau. Das kann ich bestätigen bei mir auch. Bist du hier vorne? Wow. Das Traurige ist, wenn der Fullstick-Reifen hätte hier, dann wäre der wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Meinst du wieder Unimog, oder? Ich bin doch nicht mit Fullsticks gefahren. Kann man denn mit Fullsticks fahren? Ja. Ja. Echt jetzt? Alter, wie sieht das denn aus auf den Reifen? Lustig. Ja, die sind doch so schmal, die Fullsticks leider in dem Schnitt. Ach Gott. Was das Rennen kommt? Was bergauf geht. Du hier auf einmal her? Hä? Ah. Ja, aber überhaupt aus dem ersten Gang raus. Ne, ich bin gerade im dritten, aber höher war ich noch nicht, glaube ich. Wie steht's denn eigentlich im Ranking? Das geht mir irgendwie voll am Arsch vorbei, wenn's, wenn ich man da würde sagen, unentschieden. Mir auch überhaupt nicht. Ich glaube, Rot führt, aber es kann auch Blau gerne führen. Jetzt bin ich auch gerne wieder für Blau. Ich springe. Lukas, kein Druck, ne? Aber also, ne? Es müsste zwar eins für Rot sein, aktuell noch. Okay. Jetzt kommt der Ausgleich, so wie es im Skript steht. Ja. Und Rennen Nummer 3 wird dann das erste Rundkursrennen auf der Straße. In Mulegé natürlich. Also ich würde ja lachen. Ich würde ja wirklich lachen. Wenn ja, ich auch. Alle ich Straße lachen. Ist am Ende. Wäre eine richtig tolle Folge. Andi, wir nehmen lieber Kathedrale. Das ist nicht doch mal nochmal Asphalt kommt, wäre echt bekloppt. Du kannst immerhin da vorne irgendwo mitfahren. Ich, Ich halte mich da ganz raus. Ich dümpel hier rum, während Maxi deutlich mehr Grip hat im Golf und mich irgendwie in jedem Rennen abzieht, während ich mehr Leistung habe. Aber das sieht man mal, Leistung ist halt echt nicht alles, wenn du das Ding einfach nicht um die Ecken kriegst. Ich glaube tatsächlich, das ist der Allrad, der halt hier im Kurvenausgang ist. Ich habe doch auch Allrad. Das will ich halt auch. Ach stimmt, was denn geht euch auch? Der geht die Ohren doch auch Allrad. Ja. Ab Jabo ist bei 66%. Ist der Power ist viel, viel mehr. Ja, tatsächlich, ja. Ich hab halt mehr Power. Ich komme bei 80 ins Ziel. Ich war immer noch die Billo-Scheißreifen hier. Sag mal, wir rollten hier gerade vom Berg runter. Reifen-Upgrade hat man aber auch nicht gereicht. Darum mit dem Wheelie über die Ziellinie immerhin. Ja, könnte halt sein, dass er aber standmäßig schon bessere hast. Also ich habe halt echt die beschissensten, die es da so gibt. Allerdings die 1 höhere hätte sich nicht gelohnt und das danach war schon viel zu teuer. Du musst ja auch alle 6 Jahre die Reifen wechseln. Ja, 78% von Born 90, oder? Aber das mit den 66% war jetzt ein Gag, oder? Nee, es war tatsächlich immer so, als er durchs Ziel gefahren ist. Und ich war auch immer bei 80%, als die 30 Sekunden rum waren. Konstant. Ja, damit steht es jetzt 2-2 anscheinend. Also ich bin wirklich ehrlich, ich gucke da wirklich nicht drauf, weil es, wenn du da hinten bist, ist dir das einfach egal. Ja, dann würde ich sagen, ich schmeiß mal den Zufallsgenerator an. Ich habe ein bisschen Angst. Aber, ja, gut. Es kommt kein Dirt dran, so viel wissen wir jetzt. Ich bleibe einfach beim Spruch. Es ist kein Griprennen übrigens. Alter. Wir sehen uns gleich beim Finale. Nicht mehr. Ja, und damit ist es tatsächlich komplett der Chinks. Ja.
Ich habe gejinxt vor der Aufnahme, dass ich natürlich kein Wheelspin-Glück habe. Ist passiert. Andi hat gejinxt, dass immer gegenteiligen Veranstaltungen kommen. Mhm. Ist passiert. Und Lukas hat gejinxt, Wheelspin macht ihm Spaß. Ist passiert. Ja. Macht schon Spaß. Ist schon eine schöne Folge. Ja. Alle Träume erfüllt für heute. Korrekt. Und Biabo darf seine 66%-Wette wieder mal. Ja. Ich weiß aber jetzt auch nicht. Also gerade wenn du in Runde 2 einfährst, quasi fertig fährst. Ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich eigenhändig ein schwarzes Loch im Universum herbeiführen kann, wenn ich einen Wagen nehme, den für Straße und Offroad aufbaue. Dann weiß es sowas gar nicht, was er machen soll. Das Universum ist überfordert. Und Ist es ein Flugrennen. Ah. Spontan in The Crew 2 gewechselt. Machst du das ganz schwer? Legst du vorne tief mit Straßenreifen und hinten hoch mit Offroad-Reifen? Oder andersrum? Ey, ich meine, den Flug Lambo aus Horizon 3 dürfen wir noch nicht vergessen. Der war quasi weder für Straße noch für Offroad, der war nur zum Fliegen gebaut. Denn nur Fliegen ist schöner. Vielleicht. Bisschen Angst vor diesen Randsteinen hier, ja. Zu Recht habe ich da Angst. Also Randsteine interessieren mich jetzt relativ wenig. Oh ja, diese Kackkante, wo man einfach komplett stecken bleibt. Oh Gott. Da war eine Hauskante. Ach komm, ich muss jetzt ein bisschen die Hand bremsen. Ich habe eh. Warum jage ich hier eigentlich gerade einen ZL1, ein ZLE? Ach ja, du kannst doch das Rennen nicht auch gewinnen. Ja, weil ich das nicht im Fallrennen bin. Weil darum. Genau deswegen. Ah ja. Aber jetzt macht Sinn. Ja, Lukas, jetzt weißt du, dass auch ein Ding macht. Rennreifen gemacht. Hui. Oh Gott, alter Vater, Hilfe. Ah, ihr seid schon in Runde 3 gerade gefahren, ne? Ja. Okay, alles klar. Du hältst dich wegen an, ne, damit das auch passt. Ne? Also, kurz. Boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf 50 Runden dieses Rennen, weil, Biabo, du musst es positiv sehen, wir müssten diese 50 Runden gar nicht fahren. Das ist nur einer von, glaube ich. aber wir würden genauso lange fahren. Ja, weiß nicht. Ich würde ein bisschen stehen bleiben, glaube ich. Ach stimmt, wegen Inaktivität gekickt werden. Au. Boah, habe ich da gerade eine Lücke im... Tatsächlich, da gibt es echt Lücken auf der Strecke, ne? Wo man einfach der Strecke entfliehen kann. Leute, ich hab die zweite Runde zu Ende gefahren. Wo bleibt ihr im Ziel? Ja, das passt jetzt nicht mehr mit den 66%. Ja, jetzt erst. Sorry. Ich glaube, Lukas hat einfach nachgelassen. In seinem Room war einfach der sportliche Antrieb nicht mehr so da. Ja, da fehlt der Druck. Ja, da fehlt echt der Druck. Ach, also ich würde sagen, wenn wir jetzt noch ein paar Rennen mehr machen, auf dem Asphalt selbstverständlich, dann wäre er irgendwann nicht mehr. Ich meine, wir hätten noch ein Rennen offen, aber es gäbe ja noch Möglichkeiten. Ich meine, ich könnte natürlich einfach so, what if, was wäre, wenn wir ein sechstes Event machen würden, würde der Zufallsgenerator ausspucken. Ich rechne gerade auch die Wahrscheinlichkeit aus, dass das hier gerade so passiert ist. Ja. Können Sie gerne machen. Das habe ich vor der Folge auch schon so ausgerechnet. Ich habe vor der Folge angefangen, dass das Rennen muss aber die Variable, was für ein Auto baut Andi auf, mit reinrechnen. Dann bin ich bei 100%. Also das ist egal. Das stimmt eigentlich. Das ist ja. Kannst du dir schon sparen. Die Variable raus und dann wie viel Prozent? Naja, es sind fünf. Wir fahren 5 Events und es sind 12 Events im Zufallsgenerator drin. Wollt ihr 0,7%? Okay, wir losen das 6. noch schnell aus. Ich sollte Lotto spielen. Bitte, ja, ich will wissen, was kommt. Ja. So, also, was wäre, wenn? Machen wir es mal komplett. Die neue Multiplayer-Serie. Tatsächlich würde das 6. Event, wenn wir es denn fahren würden, ein Krippenrennen sein. Was? Ich weiß nicht mehr, ey. Das ist unmöglich. Krass. Mach das nochmal neu. Das ist krass. Du hörst jetzt so lange aus, bis dein Straßenrennen kommt. Aber würden wir ein 7. Rennen fahren, dann haltet euch fest, wäre das ein Querfeldeinrennen. Was? Ich gehe einfach. Und beim 8. Event wäre es tatsächlich wieder ein Kripprennen. Hast du die Mobbing-Edition und das neunte Event, haltet euch fest, wäre wieder Querfeldein. Aber da wir ja heute... Die ersten 5 löschen und dann nochmal 4 fahren. Wenn wir jetzt nochmal eine Folge komplett machen würden, also ein 10. Rennen fahren würden, dann wäre es tatsächlich ein weiteres Grip-Rennen. Und wenn wir jetzt...
Okay, aber dann weiß ich, wenn wir noch einen Zufallsgenerator haben und einfach auch ein elftes fahren wollen würden, wäre tatsächlich das elfte Event nichts anderes als ein tatsächlich ein Rundkurs auf dem Asphalt. Und das letzte wäre dann wieder ein Querfeldeinrennen. Also. Also nicht zufällig von euch eine fehlerhafte Aufnahme, dass wir das jetzt nochmal machen müssen mit den letzten fünf, mit den restlichen fünf ausgelosten Rennen. Dann rahme ich mir ein. Kannst du gerne machen, aber ich würde sagen, wir losen dann nochmal neu aus, also beziehungsweise wir spinnen nochmal neu und dann baut Andi aber bitte ein Auto mit Full Slicks auf, damit das sich auch richtig lohnt. Ja. Mit Drag Reifen. Mit Drag-Reifen. Ja, wunderbar, das soll es gewesen sein. Also, es wurden viele, viele Sachen erfüllt. Leider zum Leid mancher Spieler. Ich nehme mich da mal jetzt nicht raus. Also, ich würde sagen, ich habe auch ein bisschen gelitten. So, auf jeden Fall hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Man muss das natürlich immer mit Humor nehmen. Und ich denke mal auch, dass das auf jeden Fall ganz lustig anzuschauen war. Und ja, ich würde einfach sagen, checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Und wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder bei einer weiteren Ausgabe hier in Forza Horizon 5. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. I thought he would float away like a ghost in the night. But it's too late, I counted it. He rose from the grave. Told me his name, told me we could make a love that never could fade. I'm